In Wien ist bei einem Drogendeal eine Einheit der LPD Wien auf einen vermeintlichen Dealer aufmerksam geworden. Nach kurzer Verfolgung bemerkte dieser jedoch die Beamten und versuchte in seine Wohnung zu fliehen. Er wird vorläufig festgenommen und die Polizisten hoffen, in der Wohnung fündig zu werden. Hörst du, ich hab nichts. Alles gut. Alles klar, Täter gesichert. Sie sind also verletzt? Nein, niemand verletzt. Täter ist geschlossen und drinnen. Wir haben ihn observiert bis zur Wohnung, da hat er aufgesperrt und jetzt ist er drinnen. Die Kollegen sind sicher. Andere Kollegen sind auch da drinnen. Mhm. Okay. Der Beschuldigte hat unmittelbar zuvor unten im Bereich vom Treppelweg einen Kriminalbeamten Crystal Meth verkauft. Aufgrund des Sachverhalts haben wir gewusst, okay, das ist ein Suchtmittelhändler. Wir haben versucht, ihn anzuhalten. Täter ist geflüchtet. Wir haben noch kurz vor der Wohnung anhalten können. Ist zu einem Widerstand gekommen. Wir haben festgenommen. Und jetzt schauen wir, was in der Wohnung drin ist, ob da vielleicht noch weitere Suchtmittel drinnen sind. Eine kleine Menge Kokain ist das Einzige, was die Polizei bisher finden konnte. Unterstützung ist gefragt. Ja, hallo, Landeskriminalamt. Du, ich brauche bitte einen Tasso zur Unterstützung für die Durchsuchung einer Wohnung. Verdacht auf Suchtmittelbunkerung. Adresse gebe ich nachher noch dann nochmal durch per Funk. Super, danke. So, wir haben jetzt über die Landesleitzentrale ein Suchtmittelspürhut angefordert. Geht relativ schnell, das heißt, der wird uns nachher dann bei der Suche nach Suchtmitteln helfen. Wir gehen davon aus, die Wohnung ist ziemlich groß, vermüllt und aus diesem Grund wird uns der Suchtmittelspürhund bei der Suche nach Suchtmitteln noch helfen. Die Polizeidiensthundeeinheit wird zu Hilfe gerufen. Sogar mehrfach verpackte und gut versteckte Baggies mit Drogen erriechen die feinen Nasen. Wir dürfen nur von außen filmen, um den Hund nicht bei der Arbeit zu stören. Hey, super, dass du da bist. Die ganze rechte Seite gehört dir. Bitte um Durchsuchung. Du wirst wahrscheinlich positiv sein. Okay, alles klar. Komm. Kann natürlich sein, dass der Täter uns den letzten Rest verkauft hat. Kann natürlich sein, dass hier noch weitere Suchtmittel gebunkert sind. Und um alles auszuschließen, haben wir auch natürlich jetzt auch die Unterstützung angefordert. Wir hoffen, dass der Hund dementsprechend etwas findet, beziehungsweise uns unterstützt bei der Durchsuchung. Ob wir positiv sind, müssen wir es abwarten. Ja, der Hund hat noch was gefunden. Das dürfte sich um Kokain handeln, ungefähr 20 Gramm. Sehr gut, perfekt. Ja. Verdächtige wird festgenommen aufgrund des Verdachts des Suchtmittelhandels und in weiterer Folge dann einvernommen durch die Beamten der Kriminalpolizei. Das heißt, der Einsatz war ein voller Erfolg, oder? Ja, eigentlich kann man sagen, das tägliche Geschäft. Walter K. ist seit über 11 Jahren bei der Drogenfahndung. Er erkennt viele illegale Substanzen anhand seiner Erfahrung. Trotzdem muss der illegale Stoff noch nachgewiesen werden. Wir werden jetzt sicher gehen, dass es sich wirklich um Kokain handelt und nicht um eine andere Substanz. Das heißt, ich werde jetzt einen Test machen, das nennt sich Schnelltest. Wir werden nur erfahren, ist es Kokain oder ist es eine andere Droge oder ist es gar keine Droge. Aber wir werden noch nichts über den Reinheitsgehalt wissen. Der wird dann später in einem Labor festgestellt. Wir stellen jetzt nur fest, ist es die Droge oder ist es nicht die Droge. Schnelltests zur Überprüfung von Bestandmitteln wie zum Beispiel Opiaten, Kokain, LSD oder Ecstasy sollen beweisen, dass die sichergestellten Substanzen überhaupt illegale Drogen sind. Ob diese gestreckt sind oder andere gefährliche Beimengungen beinhalten, kann aber erst das Labor feststellen. Der Test einer kleinen Menge, aufgelöst in Flüssigkeit, soll den Beweis liefern. Er ist am Weg. Also die Flüssigkeit geht jetzt von unten nach oben. Und wenn oben ein roter Strich sein wird, dann ist es Kokain. Also der Test testet auf 10 verschiedene Drogenarten. Also da geht es um MDMA, also um Crystal Meth, um Opiate, das wäre Heroin zum Beispiel, PCB, DHC auch, eben Kokain, Methamphetamin, 2 Striche negativ, 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 negativ. Und beim Kokain sieht man einen Strich oben, das heißt, es ist auf Kokain positiv, ist eindeutig Kokain. Also es kommt von uns ins Labor, im Labor wird der Reinheitsgehalt getestet, wie viel Prozent hat es. Das wird um die 70-80% haben, schätze ich, Reinheitsgehalt. Letztendlich wird es zu Gericht geschickt und irgendwann vom Gericht wird eine Verfügung getroffen, dass es verbrannt wird, also Sondermüllentsorgung. Bevor sichergestellte Substanzen vernichtet werden, müssen diese zuerst noch identifiziert werden. Hersteller und Chemiker von Drogen in aller Welt versuchen durch kleinste Molekülveränderungen Ermittlern wie zum Beispiel Thomas F. das Leben schwer zu machen. Die Drogenhändler sind auch erfinderisch. Also es ist ja nicht im Prinzip
alles verboten und man kann ja da dazwischen Spielräume finden. Dann gibt es auch sicher auch gewisse Modeströme. Einmal Dinge, die vielleicht in den 70er Jahren hochaktuell waren oder sehr modern waren, die sind halt heutzutage nicht mehr ganz so interessant und umgekehrt. Es kommen verschiedene, es werden auch verschiedene neue Substanzen entdeckt. Es ist nicht so, dass jeden Tag eine neue Droge dazukommt. Viele Sachen sind halt alt eingesessen, aber es ist auch immer jeden Tag mit irgendwas Neuem zu rechnen. Es ist nicht jeden Tag was Neues, aber da geht es einmal zum Teil auch darum, herauszufinden, was überhaupt vorliegt und wenn man weiß, was es ist, ob es auch dem Suchtmittelgesetz unterliegt. Für die Auswertung dieser konfiszierten Substanzen braucht Thomas etwas weniger als eine Stunde. Moderne Labore machen die Auswertung vieler Stoffe gleichzeitig möglich. Und hier kann man eigentlich schön sehen, das ist ein MDMA-Hydrochlorid. Das ist der Inhaltsstoff von einer typischen Ecstasy-Tablette. Und einen prozentuellen Wert haben wir auch, nämlich 41%. In dem Pulver haben wir MDMA-Hydrochlorid. Das sind diese Ecstasy-Tabletten, hauptsächlich bekannt. Das wird halt auch bei diesen Clubabenden und so weiter viel konsumiert. Der erwünschte Inhaltsstoff vom Konsumenten ist eigentlich eben dieses MDMA-Hydrochlorid. Im letzten Jahr hat die Polizei über 4 Tonnen illegale Substanzen im Wert von fast 33 Millionen Euro sichergestellt. Nach Cannabis war Ecstasy das häufigste Suchtmittel der Österreicher. Ja, das ist ein kleiner Auszug von dem, was es halt so gibt. Also da könnte man sagen, also da wird es ein Amphetamin, das ist ein Aufputschmittel. Dann gibt es natürlich auch Tabletten, die eigentlich normale Medikamente sind, die zum Teil suchtgiftverschreibungspflichtig sind, können Morphin enthalten, können alle möglichen auch dem Suchtmittelgesetz enthaltenen, verbotenen Substanzen enthalten. Das wäre ein Fragment von so einer Cannabis-Harzplatte. Hier eben auch, das wäre so eine typische, es ist schon eine Verabreichungsform, eine hergerichtete Spritze mit Heroin. Die meisten dieser Substanzen auch irgendwie natürlich in einen nicht allzu großen Mengen giftig. Was besonders heikel, ein Beispiel dafür wäre dieses Fentanyl. Da hat es auch schon Todesfälle unter auch Konsumenten gegeben. Das ist eben in sehr wirklich geringsten Dosierungen schon wirksam und da ist halt sehr schwer, eine Überdosis im Griff zu bekommen. Das ist auch nicht sehr üblich daher. Gerade reine und hochpotente neue Drogen sind schwer einzuschätzen und können zu einer Überdosis führen. Psychotherapeut Dr. Wolfgang Gombas weiß, womit seine Patienten kämpfen müssen. Keines psychotrope Substanz, die eine Wirkung hat im Gehirn, ist nebenwirkungsfrei. Das ist gar nicht vorstellbar. Nicht? Weil es ist immer eine Frage der Dosis, es ist immer eine Frage der Häufigkeit, wie häufig Sie Substanzen nehmen. Wenn Sie sich mit der Hacke in den Arm hacken oder so, was sehr weh tut, und Sie kommen in die Unfallambulanz und kriegen dort eine Ampulle Morphin gespritzt, dann enthält diese Ampulle Morphin 10 Milligramm. Und trotzdem sind sie schmerzfrei und das geht ihnen für ein paar Stunden ganz gut. Bei Patienten, die heroinabhängig sind, fangen sie unter 300 Milligramm gar nicht an. Die würden bei 300 wahrscheinlich sagen, sind sie wahnsinnig, das ist viel zu wenig. Dass ein häufiger Drogenkonsum nicht nur den Körper schädigt, sondern auch finanziell sehr teuer werden kann, weiß Jana aus Wien. Dennoch ist sie der Meinung, dass die Mehrheit der Gesellschaft Drogen konsumiert. Nur fast niemand mit seinem Konsumverhalten prahlt. Also nie Geld genug, weißt du, das brauchst du Geld ohne Ende, ja. Und natürlich, dann machst du auch mehr Geschäft mit dieser Sache und dann wirst du auch die Aufmerksamkeit ziehen, ja. Es gibt schon genug Leute, welche das nehmen, aber das merkst du nicht, weißt du, das sind keine, das nehmen auch ganz normale Leute, über welche wirst du das überhaupt nicht sagen, oder merkst du nicht, weißt du. Und natürlich, alle wollen bleiben anonym, ja. Niemand will, dass ihm jeder sagt, das ist Junkie oder so, obwohl ganze Gesellschaft funktioniert auf Drogen, ja. Kann man das so sagen. Um auch vor der Polizei unerkannt zu bleiben, versuchen die meisten Abnehmer bei Drogendeals durch unverdächtigen Sprachgebrauch keine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wenn schreibst du für einen Dealer, kann ich kommen oder kannst du kommen, dann
schreibst du nicht, ich will eine Gramm Pik oder so, ja? Dann schreibst du zum Beispiel, hast du mir die Schuhe gekauft, ja? Das kann, ich nehme zwei Paar, das zum Beispiel heißt 2 Gramm, ja? Oder einfach alles Mögliche, aber nicht das, weißt du, ja? Aber so, wenn du nicht im Telefon bist, dann sag dir alle Ware oder Material oder nichts Spezielles. Eine Spitzname hat das nicht, ja. Janas Konsumverhalten kostet sie im Monat knappe 500 Euro. Ohne jahrelange Beziehungen und Vergünstigungen hier und da wären es jedoch ca. 900 Euro. Das ist genug, ein, zwei, zum Beispiel Linie, wenn du ziehst, ja? Und das ist für den ganzen Tag, bist du wach aktiv, weißt du? Und wenn willst du dann noch weitermachen, dann ziehst du nächste, ja? Natürlich, aber wenn ziehst du dann etwas geht nicht mehr, dann mit dem 1 Gramm kannst du sicher eine Woche umgehen, weißt du? Jana ist der Meinung, dass ihr persönlicher Drogenkonsum eine Bereicherung für ihren Körper darstellt. Für sie überwiegen vor allem die psychischen Vorteile gegenüber den gefährlichen Nebenwirkungen. Natürlich, ich weiß, Konsum ist auch verboten oder ist nicht legal, ja. Ich bereue das irgendwie nicht, weißt du. Ich kann sagen, das hat mir auch viel gebracht. Oder einfach, ich habe keine schlechte Meinung auf das, weißt du. Also in jedem Fall, ich denke, das hat mich irgendwie verbreitet, weißt du. Auch wenn Jana schon einmal Probleme mit der Polizei hatte, wird sie nicht aufhören, Pico zu konsumieren. Zu lange schon nimmt sie Amphetamin und zu groß ist auch der Trugschluss, dass es keine Auswirkungen auf ihren Körper hat. Das geht um bestimmte Drogen, ja, dass sie einfach legalisiert sind, weißt du? Weil dann wäre das auch nicht mehr so interessant, ja, für die Leute, wenn es etwas erlaubt. Und werde das vielleicht auch nicht so viel Schaden richten, weißt du? Weil wenn kannst du dich das kaufen, ja, dann kaufst du dich auch eine saubere. Weil nicht immer bekommt man saubere, weißt du, Ware oder so. Manchmal verkaufen dir Zucker, ja. Kaufst du auch Zucker für 100 Euro, ja. Ist mir auch passiert, ja. Und, also was wollte ich damit sagen? Also ich wäre jedenfalls für die Drogen zum Beispiel, welche sind, auf dieser Basis, das mache ich aktiv oder so, Amphetamin oder so, ich will legalisieren, ohne Spaß. Also alles, was Wirkungen hat, kann auch Nebenwirkungen haben. Und harmlos sind die Dinge trotz allem nicht. Für manche Leute ist es kein Problem, die kriegen das hin, aber manche kriegen es nicht hin. Und da würde ich zu mehr Vorsicht raten einfach. Es ist bereits Abend in Wien. Und die Polizei bereitet sich auf ihren zweiten Einsatz an dem Tag vor. Ein Durchsuchungsbefehl wurde ausgestellt und soll eine große Menge von Drogen hervorbringen. Teams sind bekannt. Ihr zwei, erstes Team, zweites Team, drittes Team. Und ihr beide, Anna, du und Thomas, bitte die Außensicherung, falls irgendwelche Gegenstände aus dem Fenster fliegen, beziehungsweise Absicherung, falls noch wer zweiter dazukommen sollte. Wir haben die Erkenntnisse von einem Observationsteam, dass unser Täter, unser Beschuldigter, auf dem wir eine Festnahmeanordnung haben, sich in der Wohnung befindet. Gleichzeitig haben wir eine richterlich angeordnete Hausdurchsuchung und die werden wir jetzt da mit den Teams vom LKA vollziehen. Was ist der Verdacht? Der Verdacht ist des Suchtmittelhandels, Suchtmittel nach Kokainhandel. Und das werden wir jetzt gleich verifizieren, beziehungsweise haben wir auch die Anordnung von der SDA und die haben wir zu vollziehen. Der Zugriff muss schnell, aber unauffällig erfolgen, um dem Drogenhändler keine Gelegenheit zu bieten, seine Ware zu zerstören. Die Beamten haben Glück. Sie treffen den Dealer im Stiegenhaus beim Verlassen seiner Wohnung und handeln blitzschnell. Große Drogenlabore in Österreich gibt es wahrscheinlich keine. Die kleineren Drogenküchen werden aber mehr. Im Jahr 2020 hat die Polizei 13 solche ausfindig gemacht. Hauptsächlich dienten diese zur Deckung des Eigenbedarfs. Der größte und aktuellste Fall in Walterskirchen hatte jedoch ein anderes Kaliber. 3 Österreicher sollen dort Mephedron, ein stark psychoaktives Rauschmittel mit einem Reinheitsgehalt von über 99%, hergestellt haben.
Seit 2010 ist diese neue Droge sehr beliebt. Sie führt zu starker Euphorie, erhöhter Leistungsfähigkeit und veränderten Sinneswahrnehmungen, ist aber wegen ihrer Nebenwirkungen wie Gefäßverengung und Herzstillstand äußerst gefährlich. Über das Darknet sollte das Amphetamin nach Neuseeland verkauft werden. Überall, wo Geld drinnen ist, ja, spielt auch Gewalt eine Rolle. Weil es gibt nur einen beschränkten Markt. Jetzt, wenn eine neue Gruppierung auf den Markt kommt, was passiert? Ein Verdrängungswettbewerb. Und das passiert nicht am Schiedsgericht oder am Handelsgericht, wie in der legalen Wirtschaft. Das passiert halt unter der Hand. Wenn nicht gleich mit Tod, sondern sonst halt wie im Fernsehen teilweise mit Foltermaßnahmen. Ja. Zehenbrechen, Kniebrechen und so weiter und so fort. Also das ist ja gang und gäbe. Es tritt nicht so oft in die Öffentlichkeit, aber es gibt's. Um dem entgegenzuwirken und um die Täter noch schneller zu überführen, setzt die Polizei mittlerweile auch auf sehr schnelle Hightech-Lösungen. Ja, im Endeffekt habe ich jetzt hier die Substanz in der Verpackung, die ist sogar doppelt verpackt. Die stelle ich quasi hin, ich gebe dann das Gerät direkt daran und drücke auf Scannen. Und das dauert dann ein bisschen. Also das ist ja schwieriger geworden. Ja, früher, wenn man jetzt Drogenermittler war, dann hat man es angeschaut, die Substanz, hat vielleicht auch manchmal ein bisschen von der Ferne natürlich gerochen dran. Dann hat man gewusst, okay, jetzt wenn ich die klassischen Pulver auch hernehme, ob ich jetzt Heroin, Kokain nehme, das könnte das sein. Bei synthetischen Drogen hat sich das jetzt stark verändert. Ja, also ich traue mir nicht zu, wenn da jetzt ein Pulver ist, genau einzuordnen, was es ist. So, jetzt haben wir das Ergebnis. In dem Fall ist es MDMA-Pulver. Also wir haben ja die großen verschiedenen Substanzgruppen. Wir haben ja einerseits, wenn man sagt, die Heroin, Kokain, Cannabis, das kennt auch jeder. Und dann haben wir den großen Part der synthetischen Drogen. Hat so einen großen Wandel gegeben, auch in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt. Weil wir immer gesagt haben, okay, Cannabis ist die Droge Nummer 1, Kokain ist die Nummer 2 als Substanz. Aber mittlerweile sind die synthetischen Gifte, darunter sind Amphetamin, Methamphetamin, also wenn man es so kennt als LSD, Speed, Crystal Meth und so weiter, eigentlich schon Nummer 2 als Gruppe. In einem Außenbezirk in Wien hat die Polizei durch ein Missgeschick von einem Drogenhändler Zugang zu einer seit Wochen beobachteten Wohnung erlangt. Nach der Stürmung beginnen für die Beamten angespannte Minuten. Erst nach dem Sichern des Zuhauses kann mit der Hausdurchsuchung begonnen werden. Passt, geht da raus. Schauen wir uns mal aufstellen, durchsucht sie. Die Hausdurchsuchung darf erst in Anwesenheit des Festgenommenen begonnen werden. Die Beamten erhoffen sich heute einen großen Fund. Und Platz. Was wollt ihr, da gibt's nichts. Während wir unsere Wohnungstür angenähert haben, ist der Täter aus der Wohnung hinausgekommen, wollte gerade das Wohngebäude verlassen. Die Kollegen sind schnell eingeschritten. Im Zuge dessen hat der Täter versucht, etwas sich zu entledigen, hat einen Gegenstand aus dem Balkon geworfen. Wir werden jetzt noch verifizieren, um was sich dabei gehandelt hat. Der Täter ist festgenommen worden und jetzt wird die Hausdurchsuchung vollzogen. Sprich, wir durchsuchen die Örtlichkeiten hier. Das hätten wir gefunden. Okay, wo war das genau? Ziemlich mittig da, also unter dem Balkon. Okay. Beziehungsweise haben wir es eigentlich noch aufklatschen können. Dürfte die Richtung sein. Passt. Werden wir auf Fingerabdrücke überprüfen und dann vergleichen mit den Beschuldigten, dann können wir es zuordnen. Aber wird es wahrscheinlich um den Gegenstand handeln. Jo. Einerseits untersuchen wir dieses weiße Pulver, ob es sich hier auch um Suchtmittel handelt. Wir haben natürlich auch den Verdacht, dass er mit Kokain handelt. Also ist ziemlich wahrscheinlich auch von der Substanz her. Und zum Zweiten werden wir Fingerabdrücke nehmen und diese danach mit den Beschuldigten vergleichen. Ob das auch der Gegenstand ist, den der Beschuldigte aus dem Fenster bzw. aus dem Balkon geworfen hat. Wir vollziehen die Hausdurchsuchung, das heißt wir durchsuchen gründlich, ob wir noch weitere Suchtmittel oder andere gefährliche Gegenstände oder verdächtige Gegenstände finden. Finden wir diese nicht, die Person wird mitgenommen und wir verlassen die Örtlichkeit und fahren eigentlich wieder zum nächsten Einsatz. Beim Täter handelt es sich um einen vorbestraften Österreicher, der 2 Monate von einem Beobachtungsteam observiert wurde. Wie die meisten hat er bei seiner Verhaftung angegeben, noch nie in seinem Leben etwas mit Drogen zu tun gehabt zu haben.